Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch einen Replay zeigen, aber zuerst muss ich sagen, Leute, es tut mir leid, dass keine Videos kamen. Ihr habt erstmal nicht geantwortet oder in den Kommentaren geschrieben, was ihr sehen wollt. Deswegen mache ich jetzt einfach World of Tanks und ich habe einfach keine Zeit. Ich habe einfach keine Zeit, das tut mir leid und ich würde sagen, starten wir mal mit einem Replay. So Leute, wir sind mit einem KV-2 in einem Achtergefecht. Ja, das ist relativ kacke für uns. Wir sind ein Sechser, also wir sind Stufe 6 und die sind Stufe 8, ne? Aber ich will nicht zu viel spoilern, es ist einfach, ja, ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe. Und ich würde sagen, wo habe ich hier hingeschaut? Ja, da ist ein schöner Panzer, ne? Also, na Spaß. Hier der T-34 hat uns geholfen. Also, wenn ich alleine hingefahren wäre, hätte ich es nicht geschafft. Der Comet weiß auch nicht, was er da vorne immer so macht. Aber, na gut, wir sind zu dritt auf der 1er Linie. Das kann ja was werden, das kann ja was werden. Also, wir fahren jetzt zur 1er Linie und fahren dann runter. Hoffe ich. Oder 1-2er Linie waren wir ja, genau. Dann kommt der Defender noch und der AMX CDC. Und das ist schon relativ gut. Also, wenn schon welche, die Tier 8 sind oder Tier 7 bei uns mithalten können. So, was habe ich damals gemacht? Ich habe versucht, irgendwie in Deckung zu gehen, aber auch gleichzeitig irgendwie einen Angriff zu starten. Ja gut, das ging eigentlich relativ gut, bis ich bemerkt hatte, ach du Scheiße, mit HE kommt man ja nur weiter, mit HE, ja. HE ist richtig gut, also bis jetzt sind's noch 3 Sechser da von unserem Team. Ja, einmal unsere Arti und dann der KV-85 und ich einfach. Ein Sechser-Tier. Also, ja, das ist relativ gut für dieses Gefecht, dass ich noch überlebe. Sonst bin ich immer am Anfang down. So, ich wurde gespottet. Dann dachte ich mal so, die Artillerie schießen mir auf ihn. Was eigentlich relativ gut wäre, wenn ich aufgegangen wäre, halt, wenn ich, ja, wenn die halt getroffen hätte, wäre ich raus, das kann ich euch sagen. Und M44 ist halt von den Gegnern eine Artillerie, ich glaube, das ist die einzige, ja, ich sehe. So, ich wollte erstmal, wenn die vorfahren, so snipen. Der Defender macht gerade Selbstmord, habe ich, ja, gesehen. Das ist das schöne Stück, den habe ich auch. Ist eigentlich relativ gut und ich würde sagen, würdet mal ein Panzer vorfahren, hätte ich ihn erschießen können. Also, rausmachen können. Weil, wie gesagt, die HE-Kanone macht 910 Schaden, 86 Durchschlag, aber die macht immer Schaden, auch wenn sie nur die Panzer drum trifft. Das ist das Gute an HE. Also, das ist eine vertikale Artillerie. Also, ja. So, wohin will ich jetzt hinfahren? Ich will den AMX CDC rausmachen von den Gegnern. Ja, gut. Aber jetzt kommt der Artischuss, glaube ich, gleich. Ja. Das ist einfach zu krass gewesen, wie viel Glück ich einfach hatte. Da schaut er. Einfach zu viel Glück. Zu viel Glück. Einfach mal zu viel Glück. Ja, ich konnte nicht hier hinter schießen, weil sonst wäre ich, ja, tot oder hätte mich wieder mal die Artillerie, glaube ich, nein, die hätte mich nicht erwischen können. So, dann habe ich versucht den AMX CDC, aber meine Gun kommt nicht runter. Das ist das Problem an dem Panzer. Ja, dann gehen wir mal weiter, weil es passiert nichts Großartiges. Genau hier, da habe ich mir einfach so gedacht, ja, fahren wir mal irgendwo hin. Und dann habe ich mir so gedacht, irgendwie, no risk, no fun. Fahre ich einfach mal hoch. Die werden schon den Löwen oder so rausmachen. Der irgendwo hier stand dahinter. Dann dachte ich mir einfach so, nichts weiter dabei. Ach, die Artillerie könnte mich vielleicht erwischen. Würde sie mich erwischen, würde ich vielleicht, ja, eine richtige Schelle kassieren. So, da ist der Löwe. Und da ist der AT-15. Ich dachte mir erstmal so, okay, zieh dich mal an. Und dann warst du weg, du kleiner Bastard. Ich hätte schießen sollen. Aber ich muss erst anvisieren, weil die Gun einfach nicht so präzise ist. So, ich schieß, hab 286 Schaden gemacht.
mit HE. Kann man machen, aber die kann halt zurückschießen. Ich habe jetzt Zielerlaubnis. Schau, die schießt nicht auf mich, das sehe ich. Ah, und das ist halt das Problem. Meine Gun dauert zu lang, um nachzuladen. So, jetzt hätte ich feuern müssen. Einfach mal Blindshot, aber habe ich nicht geschafft, ne? Geil, ich habe einen Blindshot verkackt. Aber egal, es passiert jeden. Blindshot ist schwierig. So, dann hat der Löwe war schon ordentlich kassiert, habe ich hier gesehen. Und bis ich nachgeladen habe, bleibe ich in einem Stein versteckt. Aber dann habe ich mir erst gedacht, scheiße, die Artillerie ist ja noch da. Okay, dann nehme ich den AT-15 raus. So, ich krieg vielleicht jetzt einen Schuss ab. Oder einfach nicht. Also, ja, da habe ich noch den Schuss abbekommen. Das war relativ kacke für mich. Und dann, ja, nochmal. Und dann habe ich einfach mal versucht, einen Blindshot zu machen. Oder dann auch nicht, weil es wieder aufgegangen ist. Also, okay. 838 Schaden. Also, das, ja gut, ja, daneben geschossen. Da denkt man sich einfach mal so, erstmal so, ach du Scheiße, wieso hat sie daneben geschossen? Die hätte mich rausmachen müssen. Also, das war schon ultra Respekt. Aber sonst ist eigentlich, ja, da unten ist die M44, die Arti. Die würde vielleicht auf mich gehen, glaube ich, aber eher auf den KV4. So, dann versuche ich mal hier an der Seite, ja, reinzufeuern. Ja, bis ich sehe, aber dann ist er nicht rausgekommen. Das ist relativ blöd für mich war. So. Dann schieß mal bitte einfach mal jetzt. Halt. Genau. Schöner Schuss. Ja gut. 859 Schaden gemacht. Hab mich erstmal versteckt. Weil sonst hätten die mich ganz rausgemacht. So. Dann verstehe ich nicht, wie ich das geschafft habe, über 1000 Schaden zu machen. Über 1000 Schaden in den Achtergefecht. Habe ich einfach nicht verstanden. So, wo, ich habe einfach erstmal gewartet, wo die war. Also, sonst hätte es einfach sich nicht gelohnt zu schießen. Einfach blind drauf ist auch kacke. So. 1000 Schaden, das ist einfach mega viel. Da habe ich es gesehen. Konnte nicht anschießen. So, ich habe aber über 1000 Schaden gemacht. Dann ziehe ich einfach so an und habe einfach mal 1200 Schaden gemacht. Ja gut, dann war es ja auch außen. Das war das Replay vom KV2 und ich hoffe, es hat gefallen. Und ich hoffe, ihr habt ein Verständnis, dass keine Videos kommen, die nächste Zeit, die nächsten Monate, keine Ahnung. Ich muss einfach sehr viel lernen für meine Prüfungen. Und ich würde sagen, ciao, ciao, haut rein, bis zum nächsten Video.